seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Tiefe! Laura! Lass los, was hoch rein, Machi! Тут им нет. Bitte. Тихо. Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. А, die wollte direkt zur Sache gehen halt. Gibt sich schon. What the fuck? Nein! Окружите! Окружите! What the fuck? Только попробуй. Digga, ich verstehe dich nicht, Mann. Gut gemacht, Whitman. Sorry, da ist mir gerade. Ja, das war klar. Ich hab's predicted. Guck, der Typ ist tot. Alles wegen Whitman. Da ist sie. Hä? Lol, in den Hals. Was? Alles klar. Ich wusste gar nicht, dass ich mich verstecken muss. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Wolfsier. Wie sieht's aus? Also weiter. Alter, wer schießt denn da? Oh Gott. So, während die schießen, hören die mich ja eh nicht, würde ich sagen. Diese Gruppe hat Holy shit. Die meisten werden wir töten lassen. Eine Außermafia! Ja, okay. So. Okay, let's do this. Oh. Nichts. Hier ist alles klar. Such weiter den Berg rauf. Okay, such weiter den Berg rauf. Kein Problem, kein Problem. So. Ja, du meinst, spreche Kugla. Der hat's gehört. So laut wie die alte atmet. Ja. Oh, hallo. Ich dachte, wir spielen Verstecken. Ha. Hey, na? Oh, endlich fährst du mich an! Oh no. Ich will, dass du mich fester anfasst. Ah! Was hat die da abgebissen? Lol. Alles klar. Das hättest du auch vorher machen können, du Pisser. In seinen Sack! F! Wurde der gerade in die Fresse geschossen? Ja, alles klar. Mann, da ist immer irgend so ein Zeichen und ich weiß nicht, ist das jetzt F oder E? Das ist so richtig bäm und beide sind rot. Why? Mach doch eine andere fucking Taste dahin, Mann. Eine andere Farbe zumindest. Usability. Missgeboten. So. Jetzt hier erstmal in den Sack. Alles klar, und der Typ einfach, der überlebt es einfach, Mann. Na klar, es war eh. Bäm! Yo, alles klar. Wie brutal. Ja, das habe ich gar nicht erwartet. Okay. Jetzt lauf. Und er lebt. Der lebt. Und die anderen 100 Leute haben es nicht gehört da unten. Lauf, Alde. Ja, der erste Mord ist immer der schwierigste, ja. Da spreche ich aus Erfahrung. Und da ist unser Bogen. Die Pfeile haben wir nicht mehr. Ja. Halbautomatische Pistole. Ohne Munition. Öffne die Tür, komm. Hallo? Okay, kein Problem. Oder doch? Hä? Da ist was. Achso, nee, das war seine Leiche. Gut. Sieht aber schön aus, wie es hier. Warum brennt hier eigentlich alles?
Weil die es angezündet haben. Aber das kann sein. Das kann ganz gut sein. Munition bitte irgendwo wäre nett. Erledige wen? Wen? Wie ist das? Yo! Hä? Da ist noch eine! Die ist dahinter! Wurde die jetzt von einer Kugel getroffen, oder was? Oder was war das? Fangt mich doch, ihr Ficker! Alles klar, wie der sich bewegt, das gibt's ja nicht. Was ist das denn? Achso. Alles klar, ich bin komplett beschissen. So, tschüss. Ja. Mal erstmal die Nase kratzen. Dafür muss man immer Zeit finden. Auch bei sowas. Ah, warte mal. Der ist auch tot, gell? Hm, kann ich nicht. Aber der. So ungefähr. Okay. Ja, die Alte ist ziemlich tough. Komm schon. Die Ficker kommen. Nein, nein. Ach. Ach so. F. Go, go. Run. Oh. Hä? Ah, da oben ist was. Ja gut, aber ich meine, die würde doch übelst hart schreien, oder? Bäm in die Fresse, du Hurensohn! Okay, kein Problem. Ich übertreibe auch nicht mit meinen Reaktionen natürlich. Nein, nein. Was? Reaktion? So wechsle ich die Waffe, alles klar. Dann drehen wir kurz die Seite. Alles ist gut, dass es hier alles so. Ja. Also in der Hinsicht ist sehr Usability. Zack. Zack. Ey. Zack. Ja. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Fall runter, du Spast. So. Gib her. Gib her. Gib her, wer ist das? Ist mir egal. Lass mal hier das durchsuchen. So, hey du. Ist mir egal, habe ich gesagt, also gehe ich auch einfach hier weg. Lara, bist du da? Nein. Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Doch, doch, ging ganz gut von euch. Das war sogar erschreckend leicht. Ja. Du musst die anderen warnen, Roth. Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. So. Roth. Bester Name. Fast so gut wie Matthias. Okay, Bergtempel. Ja, das ist jetzt aber hier gut. Ah, können wir jetzt hier rein? Oh. Oder nicht? Nee. Nee, nee, können wir nicht. Das hat gar keine Tür, das braucht doch keine Tür. Weil die haben ein Untergrundsystem. Ah, hier. Also ja, die haben so ein Untergrundsystem. Keine Fähigkeit. Früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein. Denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt. Oh, sorry. Sorry, scheiße. Ich dachte, die redet weiter. Okay, kein Problem. Wir haben jetzt den Bogen upgradet. Das ist geil. Spacken. Wer soll dir helfen, ne? Es gibt noch ganz viele, die dir helfen können. Aua!
Alter. Ja, wow. Die haben richtig hart reingeballert. Ich meine, normalerweise mag ich es ja, wenn die Leute reinballern, aber das war jetzt... Das ist mir zu empfindlich. Was ist das denn? Achso. Das ist mir einfach viel zu empfindlich, Mann. Ich kann damit nicht umgehen. So. Okay, okay. What are you doing? Open the door, bitch. Okay, don't open the door. Just go. It's true. Messias. Deine Kackfresse. Deine Kackfresse, Mann. Was? Was mache ich jetzt hier? Pyromanien. Ja. Das für ein Geräusch. Alles klar. Okay. Gut. Jetzt nehmen wir erstmal das. Und dann nehmen wir dich noch mit. Und ermorden jetzt. Guck jetzt, wir ermorden den hier. Okay. Aber weißt du, wie wir den ermorden? Wir schießen den im Pfeil in den Kopf. Bäm. Bäm. Oh. Oh, okay. Oh, was? Das war ich nicht, das war der selber. Ja. Warte, warte. Aber da ist noch eine Leiche, glaube ich, gewesen, oder? Oder war ich das? Keine Ahnung, ist mir egal. Gib mir deinen Müll. Jetzt lass mich gehen. Hä, soll ich jetzt hier runterschwimmen? Achso, da ist dieses Seil. Ah, diese Teile zeigen mir an, wo es geile Seile gibt. Das ist gut zu wissen. Model freigeschaltet. Ich höre sein Topmodel, Alter. Ja, Mann. Ne? Okay, ich brauche Feuer auf jeden Fall. Und was kann ich eigentlich mit den Dingern machen? Ich schuck den mal runter. So. Okay. So. Aus dem Stand 83 Meter springen kann ich auch. Mache ich aber nicht. Weil sich sonst andere Leute scheiße fühlen. Ne? So. Ah. Ja. 3 von 5 Leute. Eigentlich habe ich ja mehr zerstört, aber das ist okay. Ist okay. Gib mir mal Feuer. Da unten gibt es Feuer. So. Zack. Ich glaube, da unten geht es auch weiter irgendwie. Hier auch. Ja, da auch. Aber erstmal hier anzünden. Schon cool, dass man so viel Feuer legt. Also in Wirklichkeit, so viele Feuer zu legen, ist halt schon mies. Aber hier ist ganz nice. Was gibt es hier denn so? Ne? Das ist schön. Was ist das? Eine Maske, oder? Ein Seidenfächer. Oh. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Geil. Geile Scheiße, ja. Da hinten ist was. Ah, ich kann da hin. Ich dachte gerade, ich kann da nicht hin. Wieder so ein Geocache wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann es, kann ja natürlich auch was sein, was was halt auch so leuchtet, ne? Außer einem Geocache. So war das jetzt. Okay.
Portal. Hier sind Beeren oder so. Hey, hier hat doch gerade irgendwas geleuchtet, Mann. Was war es? Mann. Dieter, komm, als Maul. Okay. Tür auf? Nee. Ja, ich meine, eigentlich könnte die das schon anzünden. Weil hier brennt ja schon alles, ja. Und es wird eh irgendwie, früher oder später wird das alles abbrennen. Also kannst du ja auch einfach anzünden. Oder? Oder vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist das alles zu wertvoll. Wow. Wow. Hey, wow, das war so geil. Ich höre, das war so mega geil, ja. Ne? Und dann manchmal bin ich jetzt wieder hier. Ja, aber... Da hat doch irgendwas geleuchtet, Mann. Oh, da ist was. Oh. Nice. Zack. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Okay, nice. Von Matthias. Von Matze. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, es wäre es von diesem einen Typen. Der alte Mann, der uns retten wollte im Boot. Der so die Hand ausgestreckt hat. Aber es sieht nicht so aus, als wäre es der gewesen. So, jetzt lass mich erstmal dieses Teil finden und dann würde ich sagen, mache ich auch eine schöne Aufnahmepause, weil ich habe langsam das Bedürfnis zu essen. Ja? Und Essen lässt nicht auf sich warten. Denn wie mein Uronkel schon sagte, wer des Essens nicht wert ist, der ist auch des Restes nicht. Der hat auch kein Herd. So. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns, Matthias, selber please. Ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Holy shit. Dieser Matthias ist ja komplett der Braindead Motherfucker. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte jetzt, wo wir das Tagebuch gefunden haben, dass er voll der nette Boy ist und so. Aber ja, wobei, der rapt gerade Sam, also. Und bevor ich hier weiter, kann ich speichern. Speicher. Slot. Ne. Gut, ich gehe kurz zurück. Und speichere dann dort. Und bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gefallen? Und wenn nicht, dann haltet die Fresse und verpisst euch. Und wenn doch, dann haltet nicht die Fresse und teilt mit mir eure Gedanken. Ja? So.
Ja. Das sind noch die Skills zum Abschluss. So. 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 Ja, ich bin Skiller. Ich bin einfach ein Skiller. Und damit bis zum nächsten Mal, ja?